Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Kanal 3 Steiermark. Ich freue mich, dass ich Sie diese Woche wieder begrüßen darf. Wie gewohnt starten wir mit unserem Thema der Woche. Dieses Mal dreht sich alles um steirische Kunstschmiede. Wir haben uns angesehen, wie aus Stahl ein Klöppel entsteht. Kraftvoll mit Gefühl. Es ist wahrlich nicht leicht, das Besondere zu beschreiben. Vor allem, da diese Handwerkskunst fast niemand mehr ausführt. Kunstschmied, heute gefragter denn je. Aus einem Rohmaterial solche Kunstwerke herzustellen, das geht nur mit dem nötigen Know-how, dem passenden Werkstoff und natürlich richtig viel Hitze. Individualität ist in diesem Beruf Standard. Wir haben schon viele aufwendige Sachen gemacht, Einfahrtstore, Stirnkanter, was gewinselt sind. Das gehört schon zu den Anspruchsvollen. Also wir haben einmal einen Stirnkanter gemacht im barocken Stil über vier Stockwerk. Das war schon ganz ein anständiger Auftrag. Ja, da sind wir ein gutes halbes Jahr dabei gehängt. Schmiedearbeiten sind zu fast 100% Auftragsarbeiten, daher auch die Individualität. Das Arbeiten, keine leichte Sache, täglich bei hohen Temperaturen vor dem Ofen stehen. Na ja, gefährlich, was soll man sagen, ich meine, Verbrenner natürlich, oder dass du am Finger hast. Hier und da so kleine Blessuren, die muss man wegsticken. Ja, es ist richtiges Handwerk, wenn man es. Gehört anscheinend zum Alltag dazu. Aber dass der Rohstoff schmiedbar wird, muss er erhitzt werden. Denn nur so lassen sich unter Krafteinwirkungen mit verschiedenen Werkzeugen Kunstwerke herstellen. 1200, 1250 Grad die obere Temperatur, obere Schmiedetemperatur und so bis 800, da wird es oft schon. Wird's dann schon recht kalt. Das ist mal eine andere Interpretation von kalt. 800 Grad und darunter lassen sich die Materialien kaum noch bearbeiten. Die Arbeitstemperatur ist aber auch werkstoffabhängig. Werkzeugstelle sind wesentlich empfindlicher von der Temperatur. Die normalen Baustelle, was wir verwenden, die vertragen dann schon ein wenig, wenn es kalt wird, ein bisschen Birn, sagen wir mal. Kunstschmied, ein fast aussterbender Beruf. Aber hin und wieder gibt es ja doch noch Lehrlinge, aber... Ja, sehr wenige. Also wir sind noch ein Betrieb, was auch Lehrlinge ausbilden. Aber sonst wird es schon sehr dünn. Gell? Die meisten werden stehen entweder auf Landmaschinen oder Schlussereien. Aber richtige Schmieden gibt es vereinzelt schon noch. Sind meistens klein, so wie wir auch. Aber das hört dann meistens mit dem Großvater auf. Oder wenn der Junge übernimmt, da ist meistens dann Schluss. Auf den ersten Blick sieht es ja noch recht einfach aus. Material erwärmen und danach in die gewünschte Form bringen. Aber so einfach ist es nun doch wieder nicht. Naja, du musst einmal grundsätzlich wissen, was soll das Endprodukt sein. Dann muss ich mir das überlegen, dann mache ich mir einen Plan oder eine Skizze. Dann muss ich schauen, dass ich das richtige Material bereitstelle. Und dann natürlich, ja, kommt es ins Feuer. Und mit Hammerschlag und auch zum Teil maschineller Unterstützung muss dann aufs fertige Produkt kommen. Ja. Geschmiedet werden aber auch die sogenannten Klöppel, also die Teile, die zum Beispiel bei Kirchenglocken den Lärm machen. Oder anders ausgedrückt, die für den Klang verantwortlich sind. Und diese Klöppel gehen von Donnersbach aus in die ganze Welt. Die Klöppel gingen in alle Kontinente, haben wir bis jetzt beliefert, also in Australien, Indien, Südamerika, Russland haben wir sogar und ja, in den USA sind auch ein paar. Und wäre da nicht schon das Schmieden kompliziert genug, muss da auch noch Acht auf das richtige Material gegeben werden. Das ist ein spezieller Stahl, ein ganz niedriglegierter Stahl, aber ein Qualitätsstahl muss es halt sein. Um Klöppel überhaupt zu bearbeiten, liegen sie schon einige Minuten im Ofen, um überhaupt bearbeitbar zu werden. Natürlich spielt auch hier der Durchmesser des Ausgangsmaterials eine entscheidende Rolle. Die Bearbeitungszeiten, die sind jedoch unterschiedlich. Das kann man schwer sagen. Ich meine, für einen kleinen Klöppel darfst du nicht einmal eine Stunde brauchen, nicht? Aber für die großen, da haben wir schon einen Tag mindestens. Um die erforderliche Schmiedetemperatur von ca. 1200 Grad Celsius zu erreichen, wird spezielle Kohle verwendet, die dann unter Zugabe von Luft solche Temperaturen erreicht. Wir nehmen entweder Steinkohlen, Schmiedenkohlen heißen die, gell, oder sonst einen Koks, einen Viererkoks, einen kleinen Koks. Der raucht ein bisschen weniger, ist verzundert, allerdings ist Material ein bisschen mehr. Nach so vielen Jahren immer vor den heißen Öfen, bereut man es schon oder ist es eigentlich immer noch ein Traumberuf? Mein Traumberuf, ja, auf jeden Fall ist nicht, weil es ist, also kannst du sagen, fast jede Arbeit ist eine andere.
ist irgendwie individuell. Gell? Also ist nochmal zurück zu den Klöppeln. Das typische Osterläuten wäre ohne diese Teile überhaupt nicht möglich. Damit diese dann aber so aussehen, sind gewisse Arbeitsschritte und vor allem Vorgehensweisen notwendig. Ja, zuerst nimmt man einmal den Stall her, schaut man, wie groß, wie schwer wird der Klöppel. Dann schneidet man sich die Länge zu, die Durchmesser schaut man zuerst nicht und die Länge. Dann wird er aufgewärmt in der Ess. Dann werden wir die Kugel aufstauchen und der Rest, der wird halt ausgeschmitten dann. Und dann wird er halt noch zugearbeitet, dass er sauber ist. Wenn Sie also das nächste Mal das Läuten der Glocken hören, dann wissen Sie, dass alles mit einem runden Stück Stahl begonnen hat. Ostern steht vor der Tür und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Palmbuschen binden, Eier färben, Ratschen und die Osterjause, das alles sind österliche Traditionen in der Steiermark und in ganz Österreich. Und damit alles gelingt, haben wir für Sie Tipps zum Eierfärben und zum Osterpinsebacken. Die ersten Frühlingsboten auf den Wiesen läuten die warme Jahreszeit ein. Alles beginnt zu sprießen und zu gedeihen. Und wenn man genau hinsieht, kann man weitere Boten finden. Zum Beispiel bunte Eier, die zu Ostern versteckt werden. Rot, gelb, blau oder gemustert. Beim Verzieren kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ganz traditionell werden sie mit Gräsern und Blumen verziert. Das Ei und die Gräser werden dafür mit einem Nylonstrumpf umwickelt und mit einem Faden fixiert. Dann können die Eier mit roten oder braunen Zwiebelschalen gefärbt werden. Ja, das geht eigentlich ganz gut. Man nimmt einen Topf, gibt die gesammelten Zwiebelschalen rein, ja. Und dann kocht man das einmal auf, dann kommt ein Essig dazu, dass die Farbe schöner rauskommt. Und dann werden die Eier vorbereitet, dann kommen sie da rein und dann muss man es ganz vorsichtig so 3-4 Minuten kochen. Und dann nimmt man es raus und tut dann die Gräser weg. Da muss man allerdings schnell sein, sonst picken sie an, sonst bringt man sie einmal weg dann von der Schalen. Und dann werden sie mit der Speckschwarten eincremen und dann sind sie fertig. Und zur Osterjause gehört eine typisch südösterreichische Tradition, die Osterpinse. Diese besteht aus einem süßen Germteig. Dann lassen wir den rasten, den Germteig, und dann wird da geschliffen und zuerst gut geknetet und dann geschliffen, bis man so eine schöne glatte Oberfläche hat. Und dann soll er noch einmal ein bisschen rasten und dann für die Pinse wird es einfach noch einmal übers Kreuz eingeschnitten, einfach als Dankbarkeit den Herrn und das Danken, dass wir Brot haben, weil das ist nicht selbstverständlich, vor allem weil wir es noch selber alles haben. Im Rohr bei 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze ca. 8 bis 10 Minuten backen, je nach Größe. Danach, wenn man will, mit gefärbten Eiern verzieren. Das helle Brot zu Ostern hat auch eine spezielle symbolische Bedeutung. Ja, das ist der Feiertag eben und am Sonntag soll ruhig was Besonderes sein und da gibt es eben dann das weiße Brot. Dieser süße Geschmack und vor allem dann mit der Kombination mit dem Fleisch, das gibt es nur zu Ostern. Und das ist einzigartig und auf das freuen sich unsere Kinder dann immer schon, speziell zu Ostern eben dann. Und überhaupt, wenn wir eine Woche vorher kein Fleisch essen, ist das umso mehr, dass wir uns darauf freuen, dann diese Süße und dann das Fleisch, die Kombination mit Fleisch. Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche. Mit den geweihten Palmbuschen geht man ums Haus und weiht den Stall, die Obstbäume und den Garten. Die Ratschen ersetzen die Orgel und die verstummten Kirchenglocken. Und mit den gefärbten Eiern und der Osterpinse kann man die leckere Osterjause genießen. Und selbstgemacht schmeckt ja bekanntlich am besten. Dem Arbeitskräfteengpass in fast allen Branchen steht eine rückläufige Arbeitslosigkeit gegenüber. Wir haben derzeit sogar den niedrigsten Wert seit 30 Jahren. Wie es aktuell am steirischen Arbeitsmarkt aussieht, wir haben die wichtigsten Infos für Sie zusammengefasst.
Konkret waren beim AMS Steiermark mit Ende des Monats 17.800 offene Stellen gemeldet. Ein besonders großer Teil davon entfällt auf den Großraum Graz. So bedeutet das einen Anstieg von 3.532 zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das ist fast eine Verdoppelung. Fachkräftemangel ist aber immer noch das große Problem. Ja, das ist ein sehr großes Thema. Wir haben einen Arbeitskräfteengpass in fast allen Branchen und wir haben tatsächlich einen Fachkräftemangel in den wichtigen Wirtschaftsbereichen der Steiermark, gerade in den Metall-Elektroberufen, natürlich auch in der Hotellerie und Gastronomie, aber immer stärker auch im IT-Bereich bis Pflege- und Gesundheitsberufe. Überall herrscht ein Mangel an qualifizierten Fachkräften. Den vielen offenen Stellen steht eine sinkende Zahl an Arbeitslosen gegenüber. Waren im Raum Graz Ende Jänner knapp 20.800 Menschen ohne Job, waren es Ende Februar knapp 19.400. Ein Rückgang von über 1.400 Arbeitslosen. Auch im Vergleich zum Vorjahr gab es einen Rückgang von 25,1%. Ja, wir haben aktuell 31.400 arbeitslose Menschen in der Steiermark. Das ist der niedrigste Wert seit 30 Jahren. Die Arbeitslosigkeit ist mit dem Wirtschaftsaufschwung im letzten Halbjahr bis jetzt ganz, ganz stark zurückgegangen. Wir sind um 10.000 Arbeitslose gesunken. Eine sinkende Arbeitslosigkeit steht einem stark anwachsenden Fundus offener Stellen gegenüber. Aktuell ein Rekord an freien Stellen. 17.800 offene Stellen sind dem Arbeitsmarktservice gemeldet worden in den letzten Monaten. Wir besetzen zwar sehr viele offene Stellen, wir werden heuer ca. 75.000 offene Stellen im ganzen Jahr besetzen, aber es wird natürlich immer schwieriger und viele Betriebe suchen wirklich nach der Corona-Pandemie, jetzt während der Corona-Pandemie, ganz viele neue Arbeitskräfte. Am stärksten seien die Bedarfe in den Wirtschaftsbereichen Einzelhandel, Beherbergung, Gastronomie, Maschinenbau und Elektrotechnik, Gesundheit, Heime und Sozialwesen und der öffentlichen Verwaltung. Ein wichtiger Ansatz, um den Engpass an Fachkräften entgegenzutreten, sind arbeitsplatznahe Ausbildungen in enger Abstimmung mit den Unternehmen. Na, wir sind nach wie vor sehr zufrieden. Wir sehen, dass die Betriebe auf das Arbeitsmarktservice setzen, auch auf unsere Dienstleistungen setzen. Und wir erkennen immer mehr, dass Betriebe auch bereit sind, Arbeitskräften Ausbildungschancen zu geben. Und hier können wir mit Förderungen unterstützen. Das AMS will in den kommenden Wochen und Monaten mit einer neuen Kampagne mit erfolgreichen Beispielen aufzeigen, wie Betriebe davon profitieren können. Bruck an der Mur setzt im Zuge einer Nachhaltigkeitsstrategie einige Projekte um. Der Neubau eines Kraftwerks und die Sanierung eines alten Kraftwerks sind wichtige Schritte in Richtung Energieautarkie. Erneuerbare Energien und Wasserkraftwerke boomen. Überall wird gebaut, überall wird erneuert, um autark zu werden. So auch in Bruck an der Mur. Ein wichtiger Punkt ist in Bruck auch die Unabhängigkeit sowie die Nachhaltigkeit. Wann, wenn nicht jetzt, sieht man, was zum Beispiel diese Abhängigkeit von russischem Erdgas bedeutet. Und wir als Stadt Bruck an der Mur haben in unserer Nachhaltigkeitsstrategie einige Projekte und einer unserer Juwele sozusagen ist da hinten der Neubau des Murkraftwerks mit neuen Turbinen, Kaplan-Turbinen, die Sanierung des alten Kraftwerks, und dadurch können wir ungefähr 7.000 Haushalte in Bruck mit elektrischer Energie versorgen. Also da sind wir auf dem Weg zur Energieautarkie, sagt man, zur Unabhängigkeit. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt im Rahmen unserer Strategie. Projekte der Nachhaltigkeit werden auch von Bund und Land immer wieder großzügig unterstützt. Aber Unterstützungen, die könnten immer mehr und höher sein. Dieses Kraftwerk ist groß unterstützt worden, auch vom Bund, weil eine Investition in diesem Ausmaß, 25 Millionen Euro, ist alleine schon sehr, sehr schwer zu stemmen. Und der zweite Teil unserer Strategie ist die Versorgung mit Wärme. Und da haben wir durch unsere Nahwärme und gleichzeitig mit der Abwärme der Norskeskog können wir auch 7.000 Haushalte für die Wärmeversorgung für 7.000 Haushalte entsprechend anbieten. Das ist ein Projekt, das aktuell weiter forciert wird, wie zum Beispiel die Leitungen neu zu verlegen. 70% der Energie in Bruck schafft man allerdings aus eigener Kraft, und das ist schon ein beeindruckender Wert.
Der Frühling ist da und auch die Temperaturen werden wieder milder. Jetzt ist Frühjahrsputz angesagt und auch das Auto sollte für die warme Jahreszeit auf Vordermann gebracht werden. Wie Sie Ihr Auto sommerfit machen, wir haben einige Tipps vom Experten für Sie. Der Frühling naht mit großen Schritten. Zeit, das Auto sommerfit zu machen. Viele wechseln aber schon die Reifen. Aber die gesetzliche Winterreifenpflicht dauert jedoch noch bis zum 15. April. Durch die warmen Jahreszeit und die warmen Temperaturen denken natürlich viele schon an den Reifentausch. Wobei der Winterreifen bei kälteren Temperaturen, speziell Asphalttemperaturen unter 7 Grad plus, doch noch immer den Vorteil hat, dass der Bremsweg durch den Winterreifen verkürzt wird. Wenn der Asphalt natürlich dann warm wird, dann hat der Sommerreifen seine Berechtigung. Man sollte aber beim Sommerreifen schon vor dem Tausch auch darauf achten, dass der Sommerreifen der gesetzlichen Mindestprofiltiefe entspricht von 1,6 mm. Wobei je weniger Profil, umso schlechter ist das Wasserverhalten vom Reifen. Also sollte man schon nachdenken, nicht ganz bis zu den 1,6 mm runterfahren. Auch auf Beschädigungen des Sommerreifens ein bisschen schauen, dass er nicht beschädigt ist. Den Luftdruck natürlich dementsprechend anpassen. Auch die Scheibenflüssigkeit ist wichtig. Im Winter verwendet man ein Antifrost, damit die Flüssigkeit nicht gefriert. Das Wintermittel hat aber im Sommer eher die Eigenschaft, weniger Insektenreinigung durchzuführen. Das heißt, das sollte schon ein Sommermittel gefüllt werden, wenn es nicht mehr friert, damit eben die Windschutzscheibe, speziell wenn die Insekten auf der Windschutzscheibe beschlagen, durch das Scheibenwaschmittel aufgelöst werden und für den Wischer dann entfernt werden können. Und dann wäre da noch die Reinigung des Fahrzeuges, ab in die Waschanlage oder eben die klassischen Dampfboxen. Nach dem Winter das Streusalz auch am Unterboden runterwaschen zu lassen, Lackpflege und bei der Lackpflege auch schauen, dass der Lack nicht in irgendeiner Form durch Rollsplit beschädigt worden ist, dass man diese Beschädigungen am Lack dann frühzeitig ausbessern lässt, damit eben keine Korrosion an der Karosserie entsteht und auch am Unterboden diverse Steinschläge, die dann eben den Unterbodenschutz beschädigt hätten, ausbessern lässt. Und somit wäre das Auto fit für den Sommer. Die Glocken haben im katholischen Kirchenjahr eine große Bedeutung. Vor allem zu Ostern spielen sie eine wichtige Rolle. Im Interview der Woche haben wir einen Experten zum Thema Glocken getroffen und erfahren, woher die Glocken eigentlich kommen, welche Glocken es gibt, warum sie am Gründonnerstag verstummen und vieles mehr. Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zu unserem neuesten Interview der Woche. Dieses Mal dreht sich alles um das Thema Glocken und dafür haben wir dieses Mal einen Glockenexperten zu Gast, Herr Thomas Felfer. Danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Du bist Kulturwissenschaftler und Glocken oder das Glockenläuten, das hat ja unsere europäische Kultur geprägt. Aber wann und wie bist denn du dazu gekommen, dass du dich so intensiv mit diesem Thema beschäftigst? Also ich muss sagen, persönlich haben mich Glocken insofern begleitet, da ich unter einer Kirche aufgewachsen bin, aber habe jetzt keinen besonderen Bezug dazu gehabt. Eigentlich habe ich mit dem Thema angefangen, wie ich in Vorarlberg war und dort das Museum Lech, also Museum Huberhus, geleitet habe und da im Archiv Protokolle bzw. Dokumente gefunden habe von Glockenabnahmen während des Zweiten Weltkriegs. Und dadurch bin ich eigentlich zum Glockenthema gestoßen und habe mir gedacht, das wäre interessant, darüber mehr zu forschen und mehr zu erfahren sozusagen. Also das war mein Zugang. Und du schreibst ja derzeit eine Doktorarbeit. Die ist abgeschlossen jetzt gerade. Genau, also die habe ich vor kurzem quasi erfolgreich abschließen können. Ja, gratuliere. Danke, ja. Und welche Faszination steckt jetzt hinter den Glocken für dich? Für mich persönlich, also für mich ist es zum einen ein gutes Beispiel, weil ich prinzipiell in meiner Forschung interessiert bin, wie Geräusche und Klänge das menschliche Leben beeinflussen und wie wir sozusagen mit normalen Alltagsgeräuschen umgehen und wie das sozusagen in unseren Alltag sich auswirkt. Und Glocken haben sich dahingehend sehr gut angeboten, weil sie eben sehr lange schon in unserem in den Räumen sich befinden bzw. hörbar sind. Also es ist ein Klang, der seit langem sozusagen präsent ist, auch eine gewisse Macht hat, weil sozusagen es war lange Zeit, Glocken waren die lautesten Geräusche, neben Naturgeräusche wie Donner und Blitz. Also von daher hat es auch eine gewisse Macht dahinter. Und durch diese lange
Präsenz und lange Geschichte der Glocken hat sich das auch sozusagen symbolisch aufgeladen. Sie sind sozusagen Begleiter des Alltags geworden und haben das auch sehr gut geschafft, mit den Glockenklängen eigentlich Zeiten zu unterteilen und so ein Zeitgefühl überhaupt herzustellen. Also da gibt es sozusagen Forschungen, die sagen, durch das Glockenläuten ist eigentlich erst so ein Bewusstsein für Zeit entstanden und der Tag unterteilt worden und die Jahreszeiten und das heißt das Leben. Also die Geschichte geht sehr, sehr weit zurück. Seit wann gibt es denn überhaupt Glocken und wo kommen die her? Wie sind die zu uns nach Europa gekommen? Also die ersten Glocken kann man so quasi 3000 vor Christus in China finden. Also das sind so Vorläufer, Glocken und Gongs. Natürlich hat man es im Römischen Reich, hat man Türglocken und Glocken schon verwendet. Die ersten Kirchenglocken sind so im 8. Jahrhundert quasi entstanden und dann im Laufe der Zeit eigentlich wurde es technisch möglich, immer größere und eben sozusagen besser klingende Glocken zu gießen und dadurch ist dann sozusagen die Glocke im europäischen Raum so vom 8. Jahrhundert bis hin zu, also in, ja, bis zur jetzigen Zeit hat sich das sozusagen immer weiterentwickelt und die Glocken sind dann eigentlich immer besser worden und größer und auch in, und eben seitdem haben sie sich dann sozusagen da breit gemacht in unseren Breitengraden. Die Geschichte der Glocken geht also ganz, ganz weit zurück. Du hast gesagt, man hat durch die Glocken ein Zeitgefühl bekommen. Aber was war der Ursprungsgedanke dahinter? Also warum hat man überhaupt angefangen, Glocken herzustellen? Also wenn man so überlegt, wenn wir da jetzt sitzen, also früher hat man die Kommunikation sehr stark eigentlich nur über die Sprache stattgefunden. Also wir haben reden können und Glocken waren eigentlich eine Möglichkeit, um eine Kommunikation über die Sprache zu quasi oder über die Reichweite der Stimme zu erweitern und dadurch sind es eigentlich Glocken sehr gute Kommunikatoren, um Informationen zu verbreiten. Also dadurch bieten sich Glocken sehr stark an und wurden auch sehr stark dafür genutzt und verwendet. Und wie hat sich jetzt vielleicht die Wertigkeit oder die Bedeutung von Glocken im Laufe der Zeit verändert? Also, Also man kann sagen, natürlich, wie wir früher gesagt haben, eben bevor es Uhren gegeben hat oder Armbanduhren, waren natürlich Glocken wichtig, um eben ein gewisses Zeitbewusstsein herzustellen. Allerdings haben aber Glocken auch die Fähigkeit, ein gewisses Raumverständnis und dadurch ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Man denkt jetzt, Glocken begleiten dann eigentlich durch den Lebenskreislauf von der Geburt bis zum Tod. Und wenn man jetzt an das Toten- oder Zügenglocken denkt, ist es auch so etwas, dass man wenn man diese Totenglocke läutet, ist es auch eine Bewusstwerdung der Gemeinschaft. Jemand ist gestorben und auch ein bisschen Andenken. Also es hat so ein gewisses Gemeinschaftsgefühl. Und dadurch hat sich also auch die Bedeutung insofern verändert, dass es früher eben durch den Alltag eben mehr verankert war und wichtig war, eben, dass es als Zeit gehabt hat und auch, dass man eben die Glocken gehört hat. Und es jetzt eher quasi zu einem Art, so einen emotionalen Charakter bekommen hat, einen Symbolcharakter. Also jetzt wird, ich nehme mal an, also es wäre interessant, wenn sich die Zuseherinnen und Zuseher mal selbst ihre Glocken bewusst wahrnehmen und vielleicht hinterfragen, wann die Glocken eigentlich läuten und was es bedeutet. Aber so die Forschung hat gezeigt, dass eigentlich die Glocken eher so eine Art, ein Teil der Erinnerungskultur Wahnsinn, also in dem quasi Glocken Teil eines gewissen kulturellen Ausprägungssinns und auch Teil des Lebens. Also man hat oft gewisse Kindheitserinnerungen, die man damit verbindet oder auch andere Erfahrungen und dadurch ist es jetzt sozusagen eher ein symbolischer Klang geworden, der sozusagen entweder etwas, ein Wohlgefühl auslösen kann, aber manche fühlen sich vielleicht auch gestört von Glocken. Also das ist ja auch immer so die Sache, das hat sich die Forschung gezeigt, die eigenen Glocken des eigenen Dorfes, der eigenen Gemeinde sind immer die schönsten, sage ich jetzt einmal, weil man so eine gewisse Gewohnheit drinnen ist. Also von daher ist es auch so ein bisschen, also es ist ein sehr emotionaler Klang vielleicht, positiv wie negativ. Also so hingegen hat sich vielleicht von einem Alltagsklang zu einem symbolischen Klang entwickelt. Und symbolisch auch, symbolisch ganz wichtig in der katholischen Kirche. Wie hängen jetzt Glocken mit zum Beispiel dem Osterfest zusammen?
Ja, im Ostern eben, das ist ja auch interessant, also zu Ostern verstummen die Glocken ja von Gründonnerstag bis Karsamstag und fliegen im Volksmund, sagt man, nach Rom. Mhm. Da gibt es natürlich unterschiedliche Erzählungen von, dass sie eben gesegnet werden vom Papst oder auch nur quasi ja, wieder mal Kaffee trinken gehen oder sonst irgendwas. Also es ist recht interessant, aber ich finde es eine schöne Metapher, weil ja auch quasi in der Kirche selbst die Gottes, also Altar oder Statuen und Bilder abgehängt werden und dass eigentlich das Verstummen der Glocken, also wenn man es jetzt so sagt, in der Fastenzeit ist eigentlich ein Fasten für die Ohren, sagt man so. Also so wie man die Bilder abhängt und die Statuen, ist es ein Fasten für die Augen. So ist das Glocken, weil ja nicht nur die Glocken verstummen, sondern auch die Orgel, ist es sozusagen ein Fasten für die Ohren für die paar Tage. Und dann beim Gloria in Karsamstag klingelt ja alles dann wieder in voller Pracht. Und von daher ist die Osterzeit eigentlich dadurch geprägt, dass die Glocken verstummen und man hört dann meistens eben das Ratschen. Und das ist so das, der Ersatz für das Läuten. Und ansonsten eben, wenn man jetzt so betrachtet, sind Glocken eigentlich selten verstummen sie. Also jede Gemeinde kann so irgendwie ihre eigenen Leute Rhythmus festlegen, also wann man läuten möchte. Es ist natürlich Ähnlichkeit, es gibt Ähnlichkeiten, oder wie zum Beispiel freitags um 15 Uhr die Todesstunde Jesu wird in der ganzen katholischen Welt geläutet. Also da gibt es so ein gewisses Läuten, das überall gleich ist, aber anderes sozusagen sehr ortsspezifisch ist. Und in der steirischen oder österreichischen Glockenkultur gibt es da vielleicht Besonderheiten oder was machen steirische Glocken beispielsweise aus? Okay, steirische Glocken, also was natürlich ist, in Steiermark ist es insofern interessant, da es in der Zwischenkriegszeit bei Böhler, also Böhler Kapfenberg, die haben, weil Glocken werden normalerweise aus Bronze erzeugt, also Kupfer und Zinn. Und Böhler hat aber Stahlglocken erzeugt in der Zwischenkriegszeit. Und deshalb hängen in der Steiermark zum Beispiel noch vergleichbar viele Stahlglocken von Böhler. Was natürlich auch wieder so ein Teil der Erinnerungskultur ist oder so fast schon ein Klangdenkmal, kann man sagen, weil sie eigentlich an eine Zeit erinnert und an eine, an einer Zeit immer erinnert und an einen gewissen historischen Zusammenhang. Und ansonsten sind die Glocken in der Steiermark, also österreichweit, man kann sagen, dass es zum Beispiel so ein Ost-West-Gefälle ein bisschen gibt, aber auch nicht unbedingt. Also zum Beispiel Vorarlberg, Tirol haben eher größere Glocken, aber auch zum Beispiel jetzt dann, wenn man jetzt in Niederösterreich sieht, ist es eher sehr einheitlich. Also da gibt es einen sehr schönen harmonischen Zusammenklang. Also jede Region zeichnet sich sozusagen mit seinem eigenen Glockenklang aus. Für die Steiermark ist natürlich Mariazell sehr hervorzuheben. Dann natürlich in Graz die Liesl, das am Schlossberg. Das sind so. Aber ansonsten sind die Besonderheiten der Glocken eigentlich immer, finde ich, sehr stark für einen Gemeindebezug, sage ich jetzt einmal, weil sie eben durch das, dass sie im Zweiten Weltkrieg viele Glocken abgenommen wurden, haben sie einen sehr starken Bezug zu der Gemeinde selbst, sage ich einmal. Also das ist eher, sage ich einmal, eine regionale, lokale Bedeutung, als jetzt immer so sagen, eine überregionale Ausstrahlung, dass man jetzt, also wie gesagt, Bumerang haben wir in der Steiermark keine, also von daher so ist es, aber das heißt, die Glocken sind nach 1945 entstanden und nicht so alt, wie man vielleicht meinen möchte. Genau, das ist ja das Interessante an dem Ganzen. Man glaubt immer, Glocken, weil sie eben so lange schon existieren, sind, müssen eigentlich steinalt, uralt, also wirklich alt sein. Allerdings hat es im Ersten und dann wieder im Zweiten Weltkrieg Glockenabnahmen gegeben. Das heißt, die Glocken wurden für die Kriegsindustrie eingeschmolzen und dann wieder neu gegossen. Und somit, eben weil es im Zweiten Weltkrieg auch wieder passiert ist, sind eigentlich viele oder die meisten Glocken in Österreich eigentlich erst nach 1945 gegossen worden und deshalb noch relativ jung, wenn man so sagt. Und es hat auch früher so immer den Ansatz gegeben, dass man eine Glocke nicht neu gegossen hat,
auch nicht umrepariert hat, sondern immer neu gegossen hat. Also so dieses Bewusstsein, dass man eine Glocke erhaltet, war jetzt nicht so, weil es vielleicht ein Alltagsgegenstand war. Und man gesagt hat, okay, es soll immer schön klingen und laut sein und deswegen lieber eine neue und größere Glocke, als jetzt, sage ich jetzt einmal, die alte zu erhalten. Und jetzt hat man halt dieses Bewusstsein, dass man sagt, okay, die Glocken gehören zu uns, das ist zum Erhalten und dadurch versucht man auch Glocken heutzutage eher zu reparieren als neu zu gießen. Aber eben die meisten Glocken, wie gesagt, sind nach 1945 entstanden. Aber es ist ja ein guter Ansatz, dass repariert und erhalten, mehr repariert und erhalten wird. Danke, Thomas, fürs Interview. Es gäbe noch viel, viel mehr zu erfahren, aber unsere Zeit ist leider schon um. Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch, hat mich wirklich sehr gefreut und wünsche dir noch weiterhin alles Liebe. Danke. Vielen Dank. Wir zahlen deine Rechnung. Einkaufen und den Rechnungsbetrag zurückgewinnen. Die Kassenzettel sind die Gewinnlose. Namen, Telefonnummer und Rechnungsbetrag vermerken und in die vorgesehenen Boxen bei den teilnehmenden Betrieben in der Innenstadt werfen. Teilnahmezeitraum ist von 1. bis 14. April. Eine Aktion der Stadtgemeinde Voitsberg und wir vom Hauptplatz Voitsberg. I wanna feel your language, please shake a little bit with me. Whoa, I know how to wave my hands and my feet, your heart. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI, Bildung, Freude inklusive. In unserer Sendung haben wir Ihnen ja bereits Tipps zum Eierfärben und zum Pinsebacken gegeben. Aber was gehört sonst noch unbedingt zu Ostern dazu? Wir haben in unserem Spontan der Woche nachgefragt, wie denn die Steirerinnen und Steirer das Fest feiern. Spontan! 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 Spontan natürlich! Wenn Sie an die Tage denken, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersamstag, was gehört denn so für Sie zu den Osterfeiertagen dazu? Gar nichts mehr. Nein, nichts mehr. Ich lebe schon dahin und ich esse wenig. Schon. Ich brauche wenig Fleisch und alles, ich kann nicht mehr. Ostereierfärben, Osternester? Nichts mehr, gar nichts mehr. Gar nichts. Nein, gar nichts mehr. Zelebrieren Sie das so richtig, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostereier, außer am Samstag? Nein, da bin ich beim Sonnen eingeladen. Ich bin allein. Deswegen. Machen Sie noch irgendwas? Palmen, Buschen, Binden, Ostereierfärben? Ostereierfärben wäre. Ja? Mhm. Tun Sie was? Nein, sonst nichts. Alle Ostervorbereitungen getroffen? Na? Fang ich erst an. Was machen Sie so rund um Ostern? Palmen, Buschen, Binden, Osternesterl? Ja, genau. Vor allem ein bisschen was. Gibt es noch irgendwann in der Familie das Osternesterl schicken? Also suchen schicken? Nein, nicht wirklich, sind alle schon zu groß. Wir sitzen bei der Schwester zusammen, die richtet die Ostereiausen für die Familie, Mama und ihre Kinder und Dings und die isst nie was. Okay. Und sonst die Ostervorbereitungen? Treffen Sie da irgendwas? Machen Sie dekorieren? Ich schaue mal ein bisschen, also, dass das in Ordnung ist, aber sonst gar nichts. Nein, für mich ist arbeitsmäßig, wie ich jung war, habe ich sowieso keine Ostern gehabt. Gastgewerbesaison weg, nicht und Dings. Und dann mit der Tochter, wenn ich daheim war, ja, da. Aber habe ich immer gerichtet, nur ich bin Vegetarier seit dem 12. Lebensjahr. Das ist 50 Jahre. Mhm. Und da gibt es für mich nichts. Und so eine Osterpinze kaufe ich mir, da tue ich Butter und Honig auf. Eigentlich schon, ja. So viel haben wir nicht. Was machen Sie? Einen schönen Osterstrauch, der ist zu Hause. Dann gehen wir Zweifleisch kaufen, kochen. Gemütliche, schöne Ostern verbringen. Hoffentlich schönem Wetter. Eine Freundin hat von mir Geburtstag am Ostern. Ich habe etwas vorbereitet, dass sie etwas macht und richtig freut. Mhm. Und das war's alles. Spontan natürlich. Stadtgespräch mit Gregor Wittalm wird dieses Mal abenteuerlich. Zu Gast ist nämlich der Abenteurer, Autor, Filmer und Fotograf Bruno Baumann. Und das Thema ist die Welt in Abenteuerbildern in Graz.
Die Welt in Bildern, die Welt in Abenteurerbildern nach Graz gebracht. Meine Damen und Herren, wir reden heute mit einem Mann, der genau das tut und das schon fast ein Leben lang, zumindest ein halbes Leben lang. Und dieser Mann hat so viel zu erzählen, dass ein Stadtgespräch nicht reichen wird. Also werden wir heute einfach ein bisschen Gusto machen. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich, meine Damen und Herren, hier aus dem Merkur Headquarter. Wir sind, wie Sie wissen, im Arawanee, hier im Restaurant bei der Merkur. Und mein Gast ist Bruno Baumann. Hallo und herzlich willkommen. Lieber Herr Baumann, wenn ich Sie... Wie soll man sich vorstellen, wenn ich jetzt mal sage, ein Abenteurer, trifft das so ziemlich alles oder ist es haarscharf doch daneben? Es ist ein bisschen daneben. Es ist doch daneben, okay. Ja, aber ich persönlich würde mich so als modernen Forschungsreisenden sehen. Abenteuer hat ein bisschen den Beigeschmack des Nichtstun, des Globetrotters. Also für mich jetzt. Ja. Aber natürlich, das Leben ist an sich ein Abenteuer. Das stimmt, haben wir alle zu bestehen. Das stimmt allerdings. Natürlich, es gibt immer die Außensicht. Nicht? Also wenn man sich mit ihnen beschäftigt und einfach mal nur so nachliest, und da braucht man schon einige Zeit, erstens, wo sie überall waren, was sie da gemacht haben, die Bilder, die sie mitbringen, da sind wir schon beim nächsten. Bruno Baumann ist natürlich Fotograf, er ist Filmer, er ist Dokumentator all seiner Reisen, dann ist das natürlich für einen wie mich Abenteuer pur, für einen wie sie ist und war das Alltag, ne? So kann man es sehen. In welchem Abschnitt befinden Sie sich jetzt eigentlich? Ich meine, das ist ja ein Glück, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich habe mich schon ein, zwei Mal um Sie bemüht, Sie waren nie da. Und wenn Sie da waren, hatten Sie keine Zeit, was verständlich war. Jetzt hat es geklappt. In welcher Phase befinden Sie sich jetzt? Naja, in der Zeit, von der Sie sprechen, das war sozusagen eine gewisse Sturm- und Drangzeit. Da war ich tatsächlich entweder hier, aber dann war ich auf Vortragsreisen. Mhm. Oder ich war nicht hier, dann war ich auf anderen Reisen, auf Expeditionen. Und wenn Sie wollen, Abenteuerreisen oder Projektreisen. Und jetzt... reise ich zwar auch noch, aber viel selektiver, weil ich einfach schon sehr viel gesehen habe. Jetzt entwickle ich Projekte und versuche mich als Regisseur. Okay. Das ist, war für mich schon immer so ein bisschen ein Traumberuf, Regie zu führen. Also den kreativen Teil in einem Film zu übernehmen und eigene Filmprojekte auch zu entwickeln und also zu initiieren. Also mit neuem Material, also Sie haben ja Unmengen an Material, wie ich mir vorstellen kann, aus Ihren Reisen. Würden Sie sagen, waren Sie so quasi rund um den Globus, würden Sie sich als Weltbürger sehen? Würden Sie sagen, ich habe die wesentlichen Ecken, die mich interessiert haben, gesehen, dieser Erde? Absolut, und dafür bin ich unendlich dankbar. Das hat mir unendlich viel Erfahrungsschätze mitgebracht, die sozusagen omnipräsent sind, weil diese Erfahrungen sind in mir, die kann mir niemand wegnehmen. Das war ja auch die Grundintention, schon als Bub sozusagen zu versuchen, diese Einheit von Beruf und Alltag herzustellen, von Beruf und Berufung. Ein naiver Kindheitstraum, der mich damals angetrieben hat, natürlich auch vermischt mit einer riesigen Portion Neugier. Und ich habe mir zuerst so viel als möglich von der Welt angeschaut und habe dann gesagt, dort bin ich mehr zu Hause, ja, meinetwegen in Asien und weniger in Lateinamerika. Mhm. Also ich habe mich dann natürlich auf die Themen konzentriert, die mich jetzt weitergebracht haben, wo ich Erfahrungen sammeln konnte, die mein Leben bereichern. Das waren einerseits Grenzerfahrungen. Ein paar, sagen natürlich, wir. Und andere waren Reisen. Reisen, in denen es auch um die kulturellen Dimensionen ging, um Naturthemen. Die Grenzgänge, die sind bekannt geworden. Das ist der Alleingang in der Wüste Gobi. Ja. Das ist die Erstbefahrung vom größten Canyon in Himalaya. Mhm. Also das waren Selbsterfahrungstrips. Weitgehend. Ein Ausloten des Bruno Baumann. Genau, ein Ausloten des eigenen Potenzials, der eigenen Möglichkeiten, einfach mit dem Hintergrund zu schauen, steckt vielleicht doch mehr, als ich das jetzt in der Komfortzone wahrnehme. Gibt es mehr Potenzial? Und dann habe ich mich eben in eine solche Situation gesetzt, wo ich dann plötzlich 100% Selbstverantwortung leben musste, wo man sozusagen nicht irgendwo einen doppelten Boden hat, wo man praktisch exponiert, ausgesetzt war. Und das habe ich ein- oder zweimal gemacht. Wenn ich es immer machen würde, dann würde man sagen können, okay, der hat nichts gelernt, also muss er jetzt das permanent wiederholen. Und dann gab es eben Reisen, die sich mit bestimmten Themen, Kulturkreisen, Kulturen
spirituellen Kulturen Ideen und Visionen, die dann zu Projekten geführt haben, die ich dann kommuniziert habe, in Form von Vorträgen, in Form von Büchern, in Form von Filmen. Zeigen wir jetzt her, bevor ich die nächsten Fragen habe, die sich jetzt für mich noch aufdrängen. Sie haben gesagt, Sie haben sich ausgelotet. Ich denke mir, diese unfassbaren vielen Eindrücke, die Sie haben und gewonnen haben, die müssen ja irgendwie verarbeitet werden. Dieses Verarbeiten, haben Sie das dann hier in Form Ihrer Bücher, in Form Ihrer Vorträge, Ihrer Dia-Vorträge, Ihrer Filme, das war das der notwendige Kanal, um das zu verarbeiten, um dann auch zu spüren, hat mich das jetzt weitergebracht? War es also dann diese Etappe, wo sie dann Bilanz gezogen hat, Bruno Baumann, das hat dich weitergebracht, oder wie? Absolut, also das durchlebt man ja noch einmal, wenn man da beispielsweise, das Buch ist ja gewissermaßen das Nachhaltigste, also da hinterlässt man bleibt. Ja eine Art Fußabdruck, der nachhaltig ist. Ein Vortrag entsteht in der Zeit und vergeht wieder. Ein Film ist natürlich auch nachhaltig, aber das Buch hat für mich immer die oberste Wertigkeit gehabt und das war tatsächlich ein noch einmal Durcherleben und herausfiltern, was bleibt von diesen Erfahrungen. Was kann ich hier in mein Leben hier und jetzt integrieren? Mhm. Und was hilft mir beispielsweise, mehr geistesgegenwärtiger zu leben? Was hilft mir aus diesen Erfahrungen mit weniger Ängsten umherzugehen hier? Weil Ängste oder Freiheit heißt für mich in erster Linie Freiheit von Ängsten. Wir leben ja in einer Zeit, lieber Bruno Baumann, in der wir viele Ängste erleben müssen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und es gibt Menschen, die noch viel mehr Ängste erleben müssen. Das sind diese Grenzsituationen, die uns als Normalbürger, sagen wir mal, plötzlich sehr nah sind, mit denen Sie vielleicht auch jetzt auch anders umgehen. Kann man das so sagen? Ja, wenn man einmal sozusagen, ist, also ich, wenn man jetzt eine gegenwärtige Situation nimmt, ich muss sagen, ich bin äußerst betroffen von dem, was jetzt an kriegerischen, an Aggression vor unserer Haustür passiert. Einer solchen Situation habe ich mich ja nie ausgesetzt. Ich bin einmal in eine solche Situation geraten, aber nicht vorsätzlich. Das war im Tschad, das war kriegerisch und da standen die mit ihren Kalaschnikows und wir wurden beschossen. Aber das kann man nicht vergleichen jetzt mit einer Situation, wie sie jetzt beispielsweise die Menschen der Ukraine erleben. Ja. Die Herausforderung, die ich gesucht habe, war die Herausforderung sozusagen mit der wilden Natur. Und über diesen Umweg habe ich tatsächlich viele, viele Dinge herausnehmen können, die jetzt praktisch mir so ein bisschen zur Verfügung stehen wie so ein guter, tröstender Freund. Und wann immer mich das Leben jetzt wieder scheinbar hier hart anpackt, in der Komfortzone. Yeah. Weil natürlich, wenn man jetzt einmal am Verdursten war, dann das brennt sich ein. Dann weiß man, Wasser kommt eben nicht nur aus der Leitung. Das ist unsere Lebensgrundlage. Natürlich stumpft man hier wieder ab. Das heißt, man nimmt es wieder für selbstverständlich alles. Auf der anderen Seite bleibt natürlich schon was hängen. Und wenn ich mir jetzt unsere globale Situation anschaue, Klimawandel, das Thema Wasser, die einen zu viel, die anderen zu wenig, das Abschmelzen der Gletscher, alle diese großen Themen, die sind wir natürlich jetzt ein bisschen vertraut. Und ich habe diese Entwicklungen natürlich über 30 Jahre jetzt miterlebt, weil ich das Glück habe, das Privileg habe, noch in einer Zeit gereist zu sein, als ein archaisches Reisen möglich war. Ja. Als es noch keine Influencer gab, kein Google Earth, wo jede Bodenunebenheit sozusagen bekannt ist, wo man mit dem Smartphone sich orientiert und alles vorher schon weiß, weil alles irgendwo schon dokumentiert ist. Genau. Und ich war noch in dieser Grauzone hineingegangen, in der es eben tatsächlich Abenteuer gab, das ist für mich etwas zu tun, was vom Bekannten ins Unbekannte führt. Mhm. Es ist für mich keine Grenzüberschreitung, wenn ich vorher schon alles weiß. Ja, das ist klar. Aber ein besonderer Punkt ist mir in Ihrem ganzen Tun und Erleben und Leben ja auch wichtig, als da erwähnt werden muss, Sie haben auch Ihre Familie dabei gehabt, in vielen Fällen. Das ist ja auch noch was Besonderes, oder? Eigentlich nie.
Also ich hab jetzt keine Familie dabei gehabt bei schwierigen Reisen. Ja. Ich habe Freunde und Verwandte dabei gehabt bei Reisen, die jetzt sozusagen, wie ich als normale Reisen empfinde. Wenn ich heute nach Nepal reise, dann ist das ja, da für Sie. Ja, natürlich, da hat man einen Sternehotel auf Rücken und man hat einen Support. Das ist eben was anderes, als wenn man jetzt ein Alleingang ist, sowieso Alleingang, oder wenn man mit einem Team eine Reise oder eine Expedition plant und man weiß, das Ziel ist so gesteckt, dass es tatsächlich Unabwägbarkeiten und Ungewissheiten, Unbekanntes gibt. Also das sind zwei Paar Schuhe. Ein besonderes Kapitel seit jeher in Ihrem Leben, Ihrem Tun ist Tibet. Sagen Sie mir nochmal. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, das schon lange Stadtgespräch füllen würde. Ihr Zugang einst, Ihr Interesse dafür einst, Ihr Zwischenresümee heute nach Reisen, nach der intensiven Beschäftigung mit diesem Land, erzählen Sie. Was sagen Sie mir, wenn ich das Reizwort Tibet sage? Jetzt also am Anfang stand sozusagen ein Vortrag von Heinrich Harrer als Schulbub. Der hat so quasi ein Art Sehnsucht da eingepflanzt. Und dann habe ich begonnen, mich schon als Jugendlicher in der Form von Büchern mit jenen zu beschäftigen, die vor mir in Tibet waren. Ja. Die noch ein anderes Tibet kennengelernt haben, nämlich das vor der chinesischen Annexion, das alte Tibet. Und nachdem ich als Spätgeborener nicht mehr das alte Tibet erleben konnte und durfte, habe ich gewissermaßen sehr früh das chinesisch besetzte Tibet. Allerdings noch in einer Zeit, in der es China noch nicht diesen paranoiden Kontrollwahn entfaltet hat. Mhm. Ja. Nicht vergleichbar mit das, was heute in Tibet passiert. Heute ist es viel, viel schlimmer als in den 80er Jahren, als die ersten Reisen stattgefunden haben. Viel, viel schlimmer, weil China heute als Hightech-Nation die Mittel hat, die technischen Mittel, einer Totalüberwachung. Und auch einer Politik, die sozusagen das, was mich an Tibet interessiert hat, das war die spirituelle Kultur. Das war sozusagen die Antworten, die die Tibeter auf ihr Leben dort am Dach der Welt gefunden haben. Das hat mich interessiert. Und natürlich auch die gigantischen Landschaften Tibets. Im wahrsten Sinne des Wortes das Dach der Welt, und das hat mich natürlich von der Natur her angezogen. Die Weiten, die Leerräume, die Freizonen, die es noch gab. Natürlich auch ein bisschen noch die grauen Flecken in der Zeit, in den 80er oder 90er Jahren. Da bin ich praktisch jedes Jahr gereist. Zum Kailash, das war so ein persönliches Bedürfnis, das ist ein Akupunkturpunkt auf dem Planeten, weil dort die vier größten Flüsse Asiens ihren Ursprung haben, das Wasser herunterkommt, von dem Millionen und Abermillionen Menschen leben. Also der Berg hat mich persönlich sehr interessiert, und ich bin jedes Jahr, seit 30 Jahren jedes Jahr dorthin gekommen, obwohl man vordergründig sagen kann, warum geht er immer dahin, der kennt ja schon alles. Es ist eben, wir wissen eben, dass wir beim Reisen auch selber eine Entwicklung durchmachen. Wenn ich in ein Land reise und ich bin zum ersten Mal dort, dann werde ich das Vordergründige wahrnehmen. Dann werden mein Geist von der Exotik, von dem Andersartigen angezogen werden. Komme ich ein zweites, komme ich ein drittes Mal, dann sehe ich schon Differenzierteres, dann sehe ich Hintergründigeres. Und ich bin ja als Reisender immer unterwegs gewesen, um zu lernen. Nicht um vielleicht jetzt, keine Ahnung, vorgefasste Meinungen dort wiederzufinden, Vorurteile bestätigt zu finden, sondern das Reisen war für mich tatsächlich der Blick über den Nellerrand hinaus als Lernender, um herauszufinden, gibt es vielleicht irgendetwas, was für mich adäquat eine bessere Antwort ist auf dieselben Herausforderungen, die jeder Mensch zu bestehen hat. Wobei eben das mystische Tibet ein sehr, sehr großes Thema für Bruno Baumann war und ist. Und man kann es nachlesen, was Sie alles hier erlebt haben und erleben und vor allem mitgenommen haben. Lieber Bruno Baumann, ein Weltreisender wie Sie, der jetzt sagt, ich gehe jetzt, oder sagen wir so, was interessiert Sie noch? Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, da muss ich noch mal hin? Absolut.
das ist Zentralasien. Ja. Das ist sozusagen das Herz Asiens. Ja. Das ist jetzt mein aktuelles Thema. Ich arbeite an einem TV-Zweiteiler, mhm. einem internationalen, als Regisseur. Das ist ein enormes Thema. Marco Polo ist über das Pamir-Gebirge. Ja. Ja. Und das ist gleichzeitig auch der Wasserspender für Zentralasien. Das ist ein sehr komplexes Thema. Das hat sehr viel zu tun natürlich mit den gegenwärtigen Herausforderungen, mit dem Abschmelzen der Gletscher, mit ja. Klimawandel, mit menschlicher Misswirtschaft und so weiter. Also das Herz Asiens, das ist zum Beispiel ein Thema. Und da reise ich jetzt seit ein paar Jahren immer wieder hin und werde auch irgendwann einmal ein Buch darüber schreiben. Irgendwann wird es diesen Fernseh-Zweiteiler geben. Also das ist jetzt ein aktuelles Projekt. Okay. Sie sind ja auch, ich habe gelesen, Juror beim Bergfilmfestival in Graz, das wir wieder erleben werden. Also Sie finden schon wieder zurück zu Ihren Wurzeln, auch hier in der Steiermark. Inwieweit interessiert Sie auch Österreich? Ja, sehr viel. Weil also österreichische, noch für Sie unerforschte Gegenden, also das Nahe? Absolut. Ja. Also gerade die Corona-Zeit hat natürlich auch für mich Auswirkungen gehabt. Das heißt, meine Flügel waren gestutzt. Ja. Fernreisen unmöglich die letzten zwei ja. Jahre. Und das habe ich natürlich offensiv genutzt, um jetzt meinetwegen, ich habe mich ja jetzt in die Südsteiermark auf den Weinberg zurückgezogen. Das ist Komfortzone hoch 5. Ja. Und habe aber von hier aus eben auch Teile unserer Alpen kennengelernt. Ich arbeite gerade an einem Film über die Steiner Alpen. Das ist ein Teil der Karawanken. Ein besonderes Naturjuwel, nicht weit weg also, ja. Von hier. Und das, also, abgesehen davon habe ich ja mit jeder dieser Erfahrungen, die ich jetzt an den Rändern der Welt gemacht habe, gleichzeitig die Wertschätzung meiner Wurzeln ist gestiegen. Na klar, na klar. Das heißt also, zu leben in einem Gebiet, in dem es Frieden gibt, ja, Werte, in dem wir sozusagen in einer wirklichen Komfortzone noch leben, das Thema Wasser, viele ja, ja. Themen, die heute global für Menschen bedrohlich sind, die gibt es bei uns in dem Sinne noch nicht. Also Sie finden die Weiten auch in der Nähe, weil Sie es eben so angehen, wie sie es angehen. Es gibt vieles nachzulesen, es gibt wunderbare Vorträge von Ihnen. Wir werden noch viel von Ihnen hören und sehen vor allem. Auf das freuen wir uns schon. Lieber Bruno Baumann, es war hochspannend, mit Ihnen ein bisschen zu plaudern und einen leichten Einblick in Ihr Tun zu bekommen. Dankeschön, dass Sie mein Gast waren. Ihnen, meine Damen und Herren, Sie hören es ja, wir sind im Aravané, da wird fleißig gekocht. Es geht uns gut und Bruno Baumann kann erzählen, wo es anderswo ist und wo sich dann Perspektiven auch verschieben. Lassen Sie sich ein, es gibt viel Material von diesem Mann. Ich danke jedenfalls fürs Zuschauen. Alles Gute, wir sehen uns. An dieser Stelle kommen auch schon unsere Kurznews aus der Steiermark. Es sind wieder österreichische Schulen zu Botschafterschulen des Europäischen Parlaments ernannt worden. Der erste EP-Vizepräsident Ottmar Karas und EP-Vizepräsidentin Evelyn Regner haben Schulen ausgezeichnet, die sich für ein besseres Verständnis der EU einsetzen. Folgende steirische Schulen sind ebenfalls Teil des EU-weiten Netzwerkes von über 1500 Schulen geworden. Das BG BRG Klusemannstraße, das Gymnasium und Org der Ursulinen, das BG BRG Judenburg, das BG BRG Borg-Köflach, das BG BRG Leibniz sowie die BH Queitz. Diagonale 2022 in Graz. Das Festival des österreichischen Films findet von 5. bis 10. April und dabei zum 25. Mal in Graz statt. Die Jubiläumsausgabe verspricht Filme in Gesellschaft, Filme aus der Gesellschaft, Filme über unsere Gesellschaft. Im Rahmen der Diagonale vergeben internationale Jurys Österreichs höchst dotierte Filmpreise. Im Zentrum des vielschichtigen Programms steht der Filmwettbewerb. Im Filmwettbewerb zeigt die Diagonale 22 insgesamt 113 aktuelle österreichische Spiel-, Dokumentar-, Kurz-, Animations- und Experimentalfilme.
In einer in Österreich einzigartigen Allianz einer technischen Universität mit einer pädagogischen Hochschule ist an der Montanuniversität Leoben ein sogenanntes Lehr-Lernlabor für Volksschulklassen geschaffen worden. Zusammen wollen die Montanuniversität und die private pädagogische Hochschule Augustinum so zur Förderung von wichtigen Zukunftskompetenzen im MINT-Bereich bei Kindern beitragen. Noch in diesem Schuljahr nehmen rund 1500 Schüler am Programm teil. Weibliches Führungsduo für die Lebenshilfe Trofeiach. Mit Frühlingsbeginn startet die neue Geschäftsführung für den größten Anbieter an Sozialdienstleistungen im Bezirk voll durch. Verena Sturm als neue Geschäftsführerin und Bettina Hintringer als Prokuristin bringen zusammen mehr als 20 Jahre Erfahrung im Unternehmen mit und werden gemeinsam mit über 240 engagierten Mitarbeitern die Erfolgsgeschichte der Lebenshilfe Trofeiach weiterschreiben. Das war's von unserem Steiermark-Magazin. Ich hoffe, unsere Beiträge haben Ihnen gefallen. Die gesamte Sendung und alle Infos zu unserem Sender gibt's auf kanal3.tv. Wir sind auch auf YouTube, Facebook und Instagram. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Mit-Dabei-Sein und hoffe, dass Sie auch nächstes Mal wieder einschalten. Bis dahin, alles Liebe!